Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzungen in unserem Thema Harmageddon. Wir schauen uns jetzt Harmageddon im Alten Testament an. Da gibt es jede Menge Begebenheiten, die ich auch immer wieder schon mal angedeutet habe. Wir fangen heute an mit Barak und dem Kampf gegen Jabin und Sisera. Da muss man sich bei den Geschichten emotional etwas wappnen. Die reden von einer Zeit, die etwas robuster war im Umgang, als wir Westeuropäer das heute gewohnt sind. Nach 70 Jahren extremem Frieden und Völkerverständigung und einer gewissen Form der Prägung, die wir alle bekommen haben. Wir sind Gewaltszenen nicht so sehr, mögen die nicht so sehr, außer im Kino, ja, Kino oder in irgendwelchen Actionfilmen, da schauen wir uns ja jeden Tag dutzendfach an. Bei der Bibel sind viele Leute da etwas empfindlicher. Die Begebenheiten, die wir hier haben, sind, wie gesagt, aus einer komplett anderen Zeit, aus der Vorantike, muss man eigentlich sagen. Die sind jetzt mittlerweile 3.000, 3.500 Jahre alt und älter. Und in diese Zeit, auf diese Zeit muss man sich einstellen. Davon abgesehen müssen sich die modernen Christen wahrscheinlich auch darauf einstellen oder zumindest mal darüber nachdenken, dass Jesus Christus ein König ist. Dass Jesus der König aller Könige ist. Und eines Tages sein Königreich auch kommen wird. Er sagt zu Pilatus, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden für mich kämpfen. Das klingt nicht so sehr pazifistisch. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen und die Teilung. Jesus war ein Mann, ein Held, ein König, ein Herr. Der hat vor Tausenden von Menschen gesprochen, ohne Probleme. Und der konnte beten, eine ganze Nacht durch. Der konnte fasten. Der konnte dem Vater im Himmel gehorsam sein. Aber als er vor Pilatus stand, hat Pilatus vor ihm gezittert. Nicht umgekehrt. Jesus war ein Mann, ein König aller Könige. Und dieser König aller Könige und Herr aller Herren hat sich vor der ganzen Welt auf Golgatha blamiert bis auf die Knochen. Wenn wir sagen, Jesus ist auf Golgatha gestorben, das klingt für uns moderne Europäer schon so bekannt. Und auch so weit weg, weil sterben, das ist so weit weg. Aber dass sich Gott auf Golgatha blamiert hat, bis auf die Knochen, entäußert hat jeglicher Würde, dieses Blamieren, das löst was aus in uns. Das ist was, was wir nicht wollen. Und genau das ist auf Golgatha passiert. Und natürlich viel mehr. Ja. Gott ist in Christus auf Golgatha gestorben. Die Juden sagen zu den Christen, glaubt weiter an euren Gott auf einem Stock. Your God on a stick. Die lästern darüber. Ja. Ich habe letztens noch einen Kommentar bekommen. Gott hat sich blamiert in Christus bis auf die Knochen. Er hat sich entkleidet jeglicher Würde. Und ist auf Golgatha gestorben für Sünder. Er ist nicht gestorben an dem, was man ihm zugefügt hat. Er hat sein Leben gegeben und er hat sein Leben auch wieder an sich genommen. Was wird passieren, wenn dieser Gott kommt, mit dem wir Menschen das getan haben? Das ist auch eine Seite Christi, die wir Christen in unserer modernen europäischen Prägung oftmals komplett ausgeblendet haben. Was wird Christus tun, wenn er zum zweiten Mal kommt, wovon die Bibel genauso deutlich spricht wie von seinem ersten Kommen? Mit einer Menschheit, die das getan hat und immer noch in der Lage wäre, das heute zu tun und an seinen nachfolgenden Christen, das millionenfach in der Welt noch immer tut. Was? Da kommt ein zorniger Gott auf uns zu. Diese Seite des Evangeliums müssen wir auch betrachten und mit den Hintergedanken, nicht mit den Hintergedanken, aber mit den Gedanken im Hinterkopf, gehen wir jetzt mal ins Alte Testament und schauen uns an eine große Szenerie von Kämpfen und Schlachten.
Das ist etwas sehr Großes. Und auch hier wird wieder gezeigt, dass das, was in der Endzeit kommen soll, am Anfang in der Bibel schon angelegt ist. Was überhaupt auch nur der Grund ist, warum diese Begebenheiten, zum Beispiel im Richterbuch, Richter 4, 5, 6, 7 und so weiter, alle aufgeschrieben sind. Das Richterbuch gehört für mich zu den prophetischsten Büchern, fast in einer Reihe mit Daniel und mit der Offenbarung. Ja. Wir schauen uns die Geschichten mal an. Ist ein Auftakt zu einer kleinen Reihe. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und viel Gewinn beim Zuschauen. Aber die Kinder Israel taten fürder übel vor dem Herrn, da Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor saß. Und sein Feldhauptmann war Sisera, und er wohnte zu Haroset der Heiden. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und zwang die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, das Weib Lapidots, und sie wohnte unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bet-El auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Diese sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams von Kedes Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Kindern Naphtali und Sebulon? Denn ich will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir ziehen, an das Wasser Kison mit seinen Wagen und mit seiner Menge, und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Preis wird nicht dein sein auf dieser Reise, die du tust, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand übergeben. Also machte sich Deborah auf und zog mit Barak gen Kedes. Da rief Barak Sebulon und Naphtali gen Kedes, und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern, von den Kindern Hobabs, Moses Schwagers, weggezogen und hatte seine Hütte aufgeschlagen bei den Eichen zu Zaananim, neben Kedes. Da ward Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen, und alles Volk, das mit ihm war, von Haroset der Heiden an das Wasser Kison. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, da dir der Herr den Sisera hat in deine Hand gegeben, denn der Herr wird vor dir her ausziehen. Also zog Barak von dem Berge Tabor herab und die 10.000 Mann ihm nach. Aber der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und ganzem Heer vor der Schärfe des Schwertes Baraks, dass Sisera von seinem Wagen sprang und floh zu Fuß. Barak aber jagte nach den Wagen und dem Heer bis gen Haroset der Heiden. Und alles Heer Siseras fiel vor der Schärfe des Schwerts, dass nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in die Hütte Jaels, des Weibes Hebers, des Keniters. Denn der König Jabin zu Hazor und das Haus Hebers des Keniters standen miteinander im Frieden. Jael aber ging heraus, Sisera entgegen und sprach zu ihm, weiche, mein Herr, weiche zu mir und fürchte dich nicht. Und er wich zu ihr ein in die Hütte, und sie deckte ihn zu mit einer Decke. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn mich dürstet. Da tat sie auf einen Milchtopf und gab ihm zu trinken und deckte ihn zu. Und er sprach zu ihr, tritt in der Hütte Tür, und wenn jemand kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand. Dann nahm Jael, das Weib Hebers, einen Nagel von der Hütte und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Nagel durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war entschlummert und ward ohnmächtig und starb. Da aber Barak Sisera nachjagte, ging Jael heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, »Gehe her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst.« Und da er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot und der Nagel steckte in seiner Schläfe. Also dämpfte Gott zu der Zeit Jabin, der Kanaaniter König, vor den Kindern Israel, und die Hand der Kinder Israel ward immer stärker wie der Jabin, der Kanaaniter König, bis sie ihn ausrotteten. Ist das nicht erstaunlich? Nach dem, was wir uns jetzt erarbeitet haben, in den letzten Jahren, muss man ja eigentlich sagen, wird die Geschichte von Barak und Sisera für uns eigentlich extrem transparent. Ja?
Barak oben auf dem Berg. In der Ebene kommt ein großes Heer ihm entgegen, Jabin und Sisera. Jabin, ein König aus Hazor, der in Josua schon mal von Josua getötet wurde, dann plötzlich im Richterbuch wieder auftaucht. Niemand weiß, wie das passiert, kein Theologe kann das erklären. Aus dem neutestamentlichen Zusammenhang können wir sagen, das war ein Tier aus dem Meer, das war und nicht war und dann doch wieder da war. Ja, also das, was wir in der Offenbarung finden, finden wir schon tief im Alten Testament im Richterbuch. Dann sein Feldhauptmann Sisera, der in einem Ort wohnt, der Haroshet Goyim heißt oder Haroset Goyim, Haroset der Heiden. Das heißt eigentlich ein heidnisches Götzenbild, ein heidnisches Standbild, ein geschnitztes Bild. Das kennen wir auch aus der Offenbarung. Ja? Taucht da auch plötzlich wieder auf. Die belagern mit einem riesigen Heer, also hunderte von Streitwagen, ja? Eiserne Streitwagen. Ich habe nachgesehen, die Bundeswehr hat, glaube ich, 300 Panzer und der hat 900 eiserne Wagen. Ja? Ein gigantisches Heer stürmt auf einen Berg zu und belagert einen Berg. Ja? So wie auch in Daniel 11 steht, von dem Antichristen, der umkommt bei der Belagerung des werten heiligen Berges. Ja? Auf dem Berg drauf, Barak mit einem Überrest, der von diesem Berg herab kommt, kämpft und hinter ihm kommt Gott vom Himmel herab und besiegt den Feldhauptmann Sisera. Das ist ein großes Bild, was wir hier haben. Sehr, sehr früh in der Bibel, ja, also im Richterbuch, sogar zu Beginn des Richterbuches, in der Frühantike, alle die Strukturen schon vorhanden, die wir auch im Neuen Testament haben. Und vielleicht wird dann auch deutlich, warum überhaupt diese Begebenheiten in der Bibel stehen, im Alten Testament stehen. Die sind nicht nur einfach so aufgeschrieben worden, sondern die haben einen tieferen Sinn, eine tiefere Bedeutung, nämlich eine hochprophetische Bedeutung. Ja? Und gerade in dem letzten Vers sieht man dann auch, dass Barak dann den Jabin besiegt und ausrottet. Und da blende ich euch mal ein. Hier oben könnt ihr mal gucken. Ich habe das hier mal mitgebracht. Das ist derselbe Begriff, den wir in Daniel 9 haben, wenn es darum geht, dass ein Gesalbter ausgerottet wird, ja, der dann nichts mehr haben wird. Das gleiche Wort. Also das sind schon Entsprechungen und Beziehungen da, die sehr, sehr erstaunlich sind. Und meine Auslegung ist ja bezüglich dieser Stelle in Daniel 9, dass es sich da um den Antichristen handelt, um den antiken Antiochus Epiphanes, der dann ausgerottet wird, dass ein Gesalbter nach 62 Wochen ausgerottet wird, dass das nicht Christus war, sondern Antiochus Epiphanes, beziehungsweise in der Endzeit dann dieser endzeitliche Antiochus Epiphanes eine neue politische Kraft, Persönlichkeit, die aufkommen wird und dem antiken Antiochus Epiphanes aufs Haar gleicht. Diese Person wird ausgerottet, genau wie auch Jabin in Richter 4. Hochinteressant. Ja? Diese Beziehungen, die können wir jetzt plötzlich verstehen. Natürlich ist das im Richterbuch noch ein sehr rudimentäres Bild, ein grober Umriss, der da gezeigt wird. Aber vor dem Hintergrund dessen, was wir uns erarbeitet haben, können wir diese Begebenheit sehen. Und das ist etwas Großes. Ja? Das ist erstaunlich und anbetungswürdig, dass diese endzeitlichen Strukturen alle schon im Alten Testament, im Richterbuch vorhanden sind und zu finden sind. Ja, das ist was Schönes, weil man daran sieht, das ist Gottes Wort. Das konnte sich der Autor vom Richterbuch zu der Zeit überhaupt nicht ausdenken. Ja. Also das mal so als kleinen Auftakt zu unserer Reihe da bezüglich der Thematik Harmageddon im Alten Testament. Wir schauen uns auch Gideon nochmal an, das wird ein bisschen umfangreicher sein. Vielleicht nur noch so viel auch zu Barak und Deborah. Beide singen im Kapitel 5 ein Lied, ein Freudenlied über diesen Sieg. Und das erinnert auch fast so ein bisschen an das, was wir in der Offenbarung haben, dass sie ein neues Lied singen, das niemand lernen kann, denn nur
diejenigen, die zu diesem kleinen Kreis der Gemeinde Jesu Christi dazugehören. Ja? Auch das ist alles im Alten Testament schon drin. Wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, wenn wir das in den Sonntagsschulen und vielleicht jeden Tag eingebläut bekommen hätten, dann würde uns das Neue Testament immer wieder auf diese Stellen zurückverweisen. Und das ist eigentlich das Wichtige auch, was ich bei der Auslegung immer wieder sehe und auch sehr stark beachte und auch gern betonen möchte. Alles, was wir im Neuen Testament auslegen, ist im Alten Testament schon vorhanden und muss damit in Verbindung gebracht werden. Wenn das nicht möglich ist, ist die Art der Auslegung dann unrichtig und muss korrigiert werden. Ja. Soweit mal in aller Kürze. Ich danke sehr fürs Einschalten. Freue mich, wenn ihr bald wieder dann dabei seid, wenn wir uns dann Gideon anschauen. Bis dahin alles Gute, Gottes Segen und auf Wiedersehen.